Ich bin im Landesverband Hessen und bei mir sind zwei junge Frauen. Katharina Schneider aus dem Kreisverband Frankfurt und ich muss nochmal eben schauen, Nathalie Meyer aus dem Kreisverband Wiesbaden. Herzlich willkommen. Frau Schreiner, Ihr Fazit nach zwei Tagen Parteitag. Hat der Parteitag dazu beigetragen, dass die FDP sich weiter profiliert, sich selber findet? Also es war ein sehr schöner und sehr harmonischer Parteitag. Wir haben klar gezeigt, dass wir die Zukunftsthemen aufgreifen. Zum einen, was das Thema Europa angeht, dass wir als überzeugte Europäer nach vorne gehen. Und natürlich das Motto unseres Parteitages, Innovation Nation, dass wir das Thema Digitalisierung und Fortschritt wirklich ernst nehmen und gestalten wollen. Es war aber auch ein ganz klarer Auftrag an die Bundestagsfraktion, weiterhin zusammenzuhalten, was dieser Parteitag auch gezeigt hat, dass wir wirklich als Team, als Partei jetzt nach vorne schreiten müssen. Eine Frage an Sie. Es gibt Stimmen, die sagen, dass vor allem die Rede Christian Lindners hängen bleiben wird. Sehen Sie das auch so? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Okay. Es gibt Stimmen, die sagen, dass vor allem die Rede Christian Lindners hängen bleiben wird. Sehen Sie das auch so? Natürlich ist die Rede von Christian Lindner eine der viel beachteten Sachen auf dem Parteitag. Da muss man sich keine Illusionen drüber machen. Aber ich glaube, die Menschen hier und auch die Menschen draußen bewegen eben auch die Inhalte. Und da ist die Rede von Christian Lindner nur ein Teil davon. Er hat sicherlich die Themen angeteasert, er hat das Thema Innovation angeteasert, das Thema Frauen in der Politik. Das spiegelt sich aber auch alles mit den Anträgen hier wieder. Wir haben den Antrag zu Europa, den wir gerade besprechen. Wir hatten den Antrag zur Innovationspolitik. Wir haben noch Anträge zu 219a der Abschaffung. Also das Ganze greift sozusagen ineinander und die Rede ist der Teaser dafür, was wir inhaltlich danach gefüllt haben. Frau Schneider, nun sind nur 18% der Neumitglieder der FDP Frauen. Hat das auch mit Christian Lindner zu tun, dass so viele junge Männer in die Partei eintreten? Ist er so eine Art Role Model? Ja, also es ist natürlich sehr traurig, dass wir so einen starken Männeranteil haben, besonders bei den Neumitgliedern. Christian Lindner war nun mal unser Spitzenkandidat und ist unser Bundesvorsitzender und ist sicherlich ein Role Model gewesen. In den letzten 4 Jahren war unser Fokus wahrscheinlich auch weniger das Diversity Management der Partei, sondern vielmehr wieder in den Bundestag hineinzukommen. Nichtsdestotrotz hat es die Partei selbst auch überrascht, wie schlecht die Frauenquote oder der Prozentanteil der Frauen ist. Und die Partei hat jetzt reagiert. Es wurde eine Diversity Management Gruppe ins Leben gerufen. Und so wie ich die Freien Demokraten kenne, sind sie eher lösungsorientiert. Und das wird die Partei jetzt wirklich anpacken. Und wir haben auch starke Persönlichkeiten, die weiblich sind, wie zum Beispiel Nicola Beer oder Katja Suding. Und jetzt gilt es, diesem Thema mehr Offenheit und auch mehr Transparenz und Präsenz zu zeigen. Ja, ein Prozess, über dessen Ergebnis bestimmt auf dem nächsten Parteitag im kommenden Jahr das Ergebnis verkündet wird. Eine Frage an Sie noch. Gibt es Themen hier auf dem Parteitag, die Sie vielleicht vermisst haben? Es ging ja heute vor allem um Russland, um Europa. Hat Ihnen was gefehlt? Das sind natürlich die wichtigen Themen und auf einem Parteitag kommen immer so viele Sachen zusammen. Ich hätte mir gewünscht, es wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr dazu kommen, dass wir noch die Anträge zum Paragraph 219a auch behandelt hätten. Wo ich glaube, dass die Partei auch ein starkes Zeichen nach vorne gesetzt hat, dass wir eine moderne Partei sind. Das hätte ich mir gewünscht. Ich sehe aber eben in der Rede von Christian Lindner schon jetzt Zeichen, dass wir die Themen auch aufgreifen, auch wenn wir heute leider zeitlich dazu wahrscheinlich nicht mehr kommen werden, wenn man sich die Uhrzeit betrachtet. Das hätte ich als Zeichen gerade auch in Richtung ein Stück weit Frauenthemen ansprechen, weil es ein Thema ist, was naturgemäß hauptsächlich Frauen betrifft. Ein wichtiges Thema ist, das wir eben ansprechen sollten. Da bleibt aber noch für die Bundestagsfraktion ja genug Gelegenheit dazu, das auch im parlamentarischen Alltag dann umzusetzen. Herzlichen Dank an Sie beide für das Interview.